Meinen internen Berechnungen nach sind unsere Überlebenschancen äußerst gering. Der beschissene Computer in deinem Schädel braucht dringend ein paar Antidepressiva. Er klemmt. Kannst du uns hier rausbringen, Gray? Vorsicht, das hat ja fast freundlich geklungen. Da haben wir ja wieder die bemühte Feindseligkeit. Sie wirkt ein wenig gezwungen. Sie schafft es kaum, deine Lust zu verbergen, Mademoiselle. Super! Klasse! Welches Mädchen steht nicht auf den stinkenden Piraten, wegen dem es in der Hölle gestrandet ist? Wann kommt dein Rettungsschiff an? Mit meiner Peitsche habe ich auch den Kontakt zur Kingdom Terminal verloren. Sie wissen nicht, dass ich noch lebe. Aber der Kerl in der Kapsel, wenn er noch lebt, vielleicht solltest du ihn mit meiner Peitsche kontaktieren. Geht nicht. Deine Peitsche wurde beschädigt, als sie an dich gebunden wurde. Sie kann keine Nachrichten senden. Wenn er noch am Leben ist, ist seine Evakuierung im Gange. Wenn er stirbt, wird sie abgeblasen. Ganz einfach. Wenn man vom Teufel spricht. Ich empfange Kampfsignaturen. Er ist am Leben. Er hält gegen einen ganzen Top Skulls durch. Noch. Er lebt. Es gibt noch Hoffnung. Runter. Wir brauchen sie nicht mehr. Ja, trotzdem können wir sie nicht zurücklassen. Vor kurzem wäre dir das noch klar gewesen. Eine Lektion in Ethik? Die Dinge haben sich geändert. Du gibst also auf. Du lässt den Computer gewinnen. Ja, los! Ich bin dein ewiges Gemecker sowieso leid. Sei gewarnt, Serrano steht unter meinem Schutz. Wenn du versuchst, ihn zu töten, dann wirst du dran glauben. Dann bist du dran. Du bist dran, dämlicher Roboterarsch. Komm schon, Kleine. Bleib bei mir. Du brauchst dringend ein Pfefferminz. Ich hab euch gehört. Du hast das alles... Du hast das alles nur getan, um eine Rechnung mit Serrano zu begleichen? Nach allem, was er getan hat? Ja. Ich will dieses miese Stück Scheiße töten. Warum? Er hat Blut an den Händen. Mehr als du glaubst. Und das sagst du? Ihr Schweine habt unschuldige Kinder ermordet. Das ist Serranos Version. Ach ja? Soll ich etwa lieber einem desertierten Piraten glauben? Weißt du, warum Dead Echo ausgestiegen ist? Serrano wollte uns für eine Menge üble Scheiße benutzen. Für Morde an Zivilisten, politischen Gegnern, Reportern, Zeugen. Was hast du gesagt? Reporter? Serrano soll Reporter ermordet haben? Mindestens einer. Der Mann hieß Novak. Schwachsinn! Woher weißt du das? Novak? Kennst du ihn?
Mein Vater wurde von Separatisten getötet. Verdammt. Ich bin dem Chor nur beigetreten, um diese verfluchten Separatisten auszulöschen, die ihn ermordet haben. Wenn du weißt, wer es war, wer es getan hat, dann gib mir jetzt einen verfickten Namen! Ich weiß nicht, wer es war, aber der Befehl kam von Serrano. Du gottverdammter Lügner! Woher kenne ich wohl den Namen Novak? Wir haben Serranos Akten gesehen. Dein alter Herr war einer der Gründe für unsere Abkehr von Serrano. Wenn du lügst, reiß ich dir deine scheiß Kehle raus. Ich bring dich um. Langsam und qualvoll. Du wirst dir wünschen, du wärst bei dem Absturz gestorben. Unterhalten wir uns mal mit dem General. Nicht so mit dem Folgen. Super. Ein alter Hund lernt eben keine neuen Tricks mehr. So alt bin ich gar nicht. Ja, aber das mit dem Hund passt. Ich mag diese engen Räume nicht. Ist das Angst in deiner Stimme, Prinzesschen? Nein. Nein, verdammt. Ein Gestank. Ja, und es wird immer schlimmer, je weiter wir kommen. Ach, Gott verdammt! Ich meine, sieh dir das an! Ein Fütterungsgelände der Burnouts. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt irgendeinen geistreichen Kommentar abgeben. Warum gerade jetzt? Es muss doch einen Weg geben. Wenn du einem Toten schon seine Peitsche abnimmst, solltest du sie auch benutzen. Hier muss es doch was geben, was wir benutzen können. Ich warte!
du das? Ah, frische Luft. Wir sind fast draußen. Gott sei Dank. Gern geschehen. Du bist echt so ein Idiot. Thank you.
Was zur Hölle ist da los? Oh Mann, wir haben größere Probleme. Es wird hier immer besser. Ist das widerlich? Problem gelöst! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Weiter! Was ist das denn jetzt? Seid ihr auf eurem Weg in die Stadt zufällig durch eine Höhle gekommen? Habt ihr vielleicht irgendetwas verärgert? Naja, vielleicht. Wie bescheuert bist du, Arsch, eigentlich? Keine Ahnung. Mittelmäßig, schätze ich. Nicht ein Problem. Diese Dinger geben keine Ruhe. Muskelschaden!